Ich habe heute die allerbesten Tipps für euch, wenn ihr mit Kindern rund um den Wolfgangsee unterwegs seid. Und warum ich eine Piratin bin, das erfahrt ihr natürlich auch. Piratenschiff, Hirsche füttern oder Sommerrodelbahn. Da ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei. Ausflugstipp Nummer 1 ist die Sommerrodelbahn da am Wolfgangsee. Die kann man direkt mit dem Schiff erreichen und nach einer Viertelstunde Gehzeit ist man auch direkt bei der Einstiegsstelle. Und dann kann der Spaß beginnen. Ein Skilift bringt die großen und kleinen Gäste hier bis hinauf zum Start. Bei der Fahrt hinauf hat man die beste Aussicht auf den Wolfgangsee. Ab 8 Jahren dürfen Kinder hier alleine rodeln, davor auf der Zweisitzerrodel mit den Eltern. Zur Auswahl stehen 2 Bahnen, jeweils 1300 Meter lang. Und eines ist klar, einmal rodeln ist kein Mal. Also gleich noch ein zweites Mal hinauf zum Start. Ausflugstipp Nummer 2 am Wolfgangsee ist der Wildtierpark und Streichelzoo da in Kleefeld bei Strobl. Da kann man die süßen Tiere streicheln und füttern. Und das ist nicht nur was für die kleinen und größeren Kinder, sondern auch für tierliebhabende Erwachsene. Der Eintritt hier ist gratis und auch das Parkticket bekommt man entwertet, wenn man in der Gastronomie einkehrt. Übrigens wird der Strom für das Hotel und das Restaurant mit Photovoltaikmodulen erzeugt. Die Kinder genießen die direkte Nähe zu den Ziegen, Schafen, Fischen und Co. Wenn man ein kleines Stück weiter Richtung Wald geht, kann man auch die Hirsche beobachten und wenn man Glück hat, sogar füttern. Show me a way out, give me your side of the story. Throw me a rope in, I've drifted way too far. Ja, da geht man wirklich auf Tuchfühlung mit den Tieren. Man kann sie aus nächster Nähe beobachten. Und ich finde, das hat ja immer so ein bisschen eine beruhigende Wirkung. Wenn man den Rundwanderweg dann weitergeht, kommt man zu den Steinböcken. Auch hier haben wir heute Glück und können sogar die Steinböcke bei ihren Rangkämpfen beobachten. Bei diesen Ritualkämpfen gelten strenge Regeln. Schließlich wollen die Tiere sich nicht gegenseitig verletzen, sondern nur zeigen, wer der Stärkere ist. Ausflugstipp Nummer 3 ist mein Highlight und zwar gibt es ein Piratenschiff am Wolfgangsee. Das Piratenschiff ist ein richtiges Piratenschiff. Das heißt, es ist bei uns sehr laut und wir suchen natürlich einen Schatz, selbstverständlich. Und bevor wir natürlich den Schatz suchen, brauchen wir Ausrüstung. Das heißt, bei uns wird halt das Fernrohr und die Kopfbedeckung alles selber gemacht und natürlich das Make-up. Gibt es bei uns keine Schmetterlinge und Sternchen und Herzerl, sondern wir sind alles richtige Piraten. Also darf ich heute auch eine echte Piratin werden. Dreimal im Jahr in den Sommerferien wird es am Wolfgangsee also gefährlich. Sandra, die Chefpiratin und Kapitän Blauer Vogel legen sich gemeinsam mit dem Team ordentlich ins Zeug. Schließlich müssen die kleinen Piraten hier am Schiff eine richtig gute Ausbildung genießen. Unsere Piraten sind eigentlich dazu da, dass sie sich gegenseitig unterstützen beim Malen, beim Zeichnen, beim Basteln und dann eben beim Verteidigen unseres Schiffes und unseres Schatzes. Und das sieht dann so aus. Die Gemeinschaft, wenn sie dann eben da stehen an der Railing und da eben rausschreien ohne Ende. Also da sieht man direkt, die Kinderaugen gehen auf, weil das dürfen sie daheim nicht. Und in der Gemeinschaft macht es natürlich noch mehr Spaß. Und dann ist natürlich nur die Reaktion von den Gästen, die was halt am See so rundherum sind, auf den anderen Schiffen oder am Steg herumstehen oder in die Restaurants sitzen. Wenn da halt die Reaktion zurückkommt, ist für die Kinder natürlich grandios. Wenn die Schatzkarte und damit auch der Schatz gefunden ist, wird dieser natürlich nach alter Piratenmanier gerecht aufgeteilt. Nach einer Stärkung endet dann die zweistündige Piratenreise und alle Kinder dürfen mit der Auszeichnung Echter Pirat vom Wolfgangsee nach Hause gehen.
Und wenn man sich so richtig ausgetobt hat, kann man da mit der besten Aussicht auf den Wolfgangsee, da auf der Seeterrasse beim Erlebnisquartier, noch Kaffee und Kuchen genießen oder vielleicht einen Eisbecher.